herzlich willkommen hier im Haus der Kirche. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und muss sagen, ich bin überwältigt, wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind zu dieser Veranstaltung Smartphone entdecken. Mein Name ist Astrid Bardenheyer, ich bin die Projektleiterin von 55plus hier im Evangelischen Dekanat Kronberg zusammen mit meiner Kollegin Irmi Rieker. Irmi, vielleicht winkst du mal. Ja, und wir sind heute hier zu Gast im Haus der Kirche, haben dieses Projekt vom Zentrum Bildung anempfohlen bekommen. Und heute wird Tobias Albers Heinemann, der Medienreferent vom Zentrum Bildung, eben durch dieses Projekt führen. Und wir freuen uns sehr, dass so viele Interessierte sind. Denn es ist ja jetzt kein ganz neues Thema, was wir mit dem Smartphone haben. Es ist ja eigentlich schon was, was schon eine ganze Weile geht und was hier im Rhein-Main-Gebiet auch gut aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz ist es immer noch in den Kinderschuhen und das merken wir heute an der Resonanz Ihres Besuches. Ganz toll, dass Sie da sind, dass Sie Interesse haben. Und wir freuen uns sehr auf diese Veranstaltung. Vom Referat Bildung hier im Haus der Kirche ist auch Herr Oschkinat da, den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte, der auch immer über alle Projekte hier gut informiert ist und mitwirkt. Und wir freuen uns, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Dir auch herzlichen Dank, Manfred. Ja, und jetzt will ich gar nicht lang rumreden. Tönt das? Was macht man da? Das könnte auch noch ein Grund sein. Also, ich bekomme gerade hier den Hinweis, es kann manchmal am Hörgerät liegen. Wenn Sie Ihr Hörgerät mal bitte tief ins Ohr reinschieben, vielleicht verändert sich das dann. Vielleicht hören Sie ja in Ihrer Nachbarschaft direkt das Piepen, dass wir das mal lokalisieren können. Um Gottes Willen. Es kommt von da oben. Also ich erkläre nochmal gerade für die Menschen, die online mit dazugeschaltet ist. Wir haben hier wirklich ein sehr störendes, hochfrequentes Piepen im Raum und wissen nicht, wo es herkommt. Ich glaube, wir machen jetzt einfach weiter und müssen damit leben. Der Oschkinat hat versucht, es zu lokalisieren. An den Mikros liegen. Egal. Ja, also wie gesagt, ich freue mich, dass wir das Projekt hier haben und bin gespannt auf das, was wir hier heute erleben. Wir haben eine große Bandbreite, sowohl altersmäßig heute als Gäste da, auch mit dem Wissensstand und Interessensstand habe ich gemerkt, so in den Vorgesprächen, die ich telefonisch hatte, dass wir sehr breit aufgestellt sind und bin sehr neugierig, wie wir heute zu diesen Themen auch den Bogen finden. Aber er ist Profi, er wird uns da durchführen. Ja, herzlich willkommen, Tobias Albers Heinemann. Und ich übergebe jetzt an ihn und er wird ein bisschen was über die Veranstaltung und das Gesamtprojekt sagen. Danke, Astrid. Ja, herzlich willkommen. Bevor es zu mir geht, hier zu meiner Linken möchte ich noch den Khalid Asalati vorstellen. Bildungsreferent und Projektmitarbeiter. Sie müssen wissen, Smartphone entdecken ist ein Projekt, das findet nicht nur hier statt. Zu der Idee von Smartphone entdecken. Ich hatte mir überlegt, wir brauchen irgendwie ein Medienkompetenzprogramm für die Altersgruppe 55+, weil Digitalisierung ist eigentlich überall sichtbar und sie verändert die Welt um uns herum. Sie ist in Autos, in Haushaltsgeräten, in der Küche, überall wird es immer digitaler und internetfähiger. Und immer mehr Leute haben natürlich auch Smartphones. Und deswegen habe ich halt überlegt, wir brauchen ein Projekt, um einfach das Hintergrundwissen zum Thema Digitalisierung in diese Altersgruppe zu bringen. Es gibt zahlreiche vor Ort Veranstaltungen, Seminare, Smartphone-Kurse. Die sind wirklich qualitativ sehr gut, haben allerdings den Nachteil, dass sie regional beschränkt sind und sie finden zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Und wer an diesem Zeitpunkt nicht kann, der hat halt leider Pech gehabt und muss bis zur nächsten Veranstaltung warten.
Dann gibt es jede Menge Online-Seminare. Wir leben ja in einem Internetzeitalter. Es gibt auch unheimlich viel im Internet zu sehen. Da gibt es von EU-Ebene ganz tolle Angebote für ältere Menschen. Aber da finde ich den Zugang unheimlich schwierig, um als jemand, der sich gerade so mit den Grundlagen beschäftigen möchte, dann so ein komplettes Online-Angebot in Anspruch zu nehmen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir brauchen eine Mixtur. Eine Mixtur aus vor Ort, dass wir uns sehen, dass wir uns gegenüberstehen, dass wir in soziale Interaktion treten, dass wir uns Fragen stellen können, dass wir auch miteinander lachen können. Und wir brauchen aber auch etwas Zeit- und Raumunabhängiges, ein Online-Angebot, wo man sich von zu Hause damit beschäftigen kann. Ich werde im zweiten Teil des Abends das Projekt, werden wir dann nochmal genauer vorstellen, aber Hintergrund ist einfach, dass dieses Projekt zeitgleich in 6 Projektregionen in Hessen bzw. im Gebiet der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau stattfindet. Es wurde schon erwähnt, ich arbeite im Zentrum Bildung in Darmstadt und ich bin da zuständig für digitale Lernformate, für Medienpädagogik. Und wir haben 6 Projektstandorte, die sich jetzt zeitgleich mit diesem Projekt beschäftigen. Wir waren letzte Woche Donnerstag, waren wir im Odenwald in Fürth. Am Montag waren wir in Langen. Da ist die Kollegin jetzt auch gerade per Video zugeschaltet mit ihrer Katze. Am Dienstag waren wir in Dietz und Dekanat Nassauer Land. Gestern waren wir im Dekanat Vogelsberg in Alsfeld. Ich habe gelernt, man muss Alsfeld sagen und nicht Alsfeld, weil dieses lange A, das geht gar nicht. Ne? So, also im Dekanat Alsfeld und heute sind wir hier und nächste Woche geht es nach Kassel am Dienstag. Überall finden die Auftaktveranstaltung, vor Ort Angebote statt und überall führen wir dieses Angebot ein, auch in diese Technik des virtuellen Miteinander über das System der Videokonferenz, dass wir dann einen gemeinsamen Austausch treten können. Das bedeutet, heute geht es erstmal um ein ganz grundsätzliches Thema, nämlich um die Bedeutung von Datenschutz in Bezug auf Smartphone und auf den Umgang damit. Das hat einfach den Grund, dass wir verschiedene Tipps und Empfehlungen, dass wir die Hintergründe davon erkennen, warum wir uns, überlegen, welche Apps wir installieren, was wir mit unserem Smartphone machen. Das fällt nämlich einem viel leichter, wenn man weiß, warum das so ist. Wir werden in einer weiteren Veranstaltung vor Ort dann ganz praktisch an Ihren Problemen, an Ihren Fragen mit Ihren Geräten arbeiten. Das heißt, wir sammeln dann Ihre Themen, werden in Kleingruppen zusammenkommen und vor Ort auch damit arbeiten. Und wir werden dann in einer Online-Phase gemeinsam über das Internet zusammen auch thematisch arbeiten. So, die Astrid Badenheier, die hat heute übrigens noch eine zweite Funktion. Und zwar ist sie der kommunikative Vermittler. Ich nenne es mal so. Wir Leute im Medienbereich, wir haben vielleicht manchmal so einen Sprachumgang, der für uns selbstverständlich und für andere nicht so verständlich ist. Das heißt, es gibt Begriffe, die eigentlich eingedeutscht sind, aber mit denen sie vielleicht nichts anfangen können. Da Apps, Browser, Chats, für die einen ganz normal, für die anderen eher nicht. Und wenn sowas kommt und Sie das nicht verstehen, einfach die Bitte an Sie, geben Sie kurzes Signal, gerne an mich, gerne an die Astrid, einfach, dass wir dann versuchen, in einer einfacheren Sprache auch zu sprechen. Ja? In Ordnung. Ich wollte jetzt schon mal dazwischengrätschen. Also ich bin die Entschleunigerin. Wenn ich dann meine, dass zum Beispiel Apps, ich frage einfach mal, ist das jedem klar, was eine App ist? Nein, genau. Das werden wir nachher dann nochmal auch erklären, was das ist. Also es fallen manchmal Wörter und dann werde ich immer mal dazwischen gehen, und damit Sie auch verstehen, von was hier eigentlich die Rede ist. Es ist ja schon ein bisschen Fremdsprache, ne? Auch diese Begrifflichkeiten, die wir nutzen. Ansonsten macht der Tobias das wunderbar. Und wie gesagt, ich passe nur ein bisschen auf. Danke, mit diesen Worten, dass es nicht zu schnell vorangeht. Okay. Mein Schweißausbruch hier in die rötliche Farbe ist kein Zeichen von Verlegenheit. Nicht nur um Klarheit zu schaffen. Aber für Sie auch nochmal den Hinweis, es ist heute wirklich unerträglich warm, schwül. Bevor Sie umkippen, nehmen Sie sich bitte was zu trinken, oder wenn es gar nicht geht, signalisieren Sie uns das bitte. Also
ich glaube, wir tun uns keinen Zwang an, wenn wir uns in einen strukturellen Druck reinsetzen. Na gut. Also, bevor wir jetzt aber anfangen mit dem Abend, möchte ich Sie gerne einladen, sich etwas vorzustellen. Und zwar habe ich eine Idee. Eine Idee, die es noch nicht gibt, die ich aber vielleicht gerne umsetzen möchte. Und zwar habe ich die Idee von einem kirchlichen Sprachassistenten. Das heißt, einen kleinen Computer, eine kleine Box. Ich nenne ihn mal Theo, diesen Sprachassistenten. Und wir von der evangelischen Kirche, wir würden ihn dann kostenfrei an die Kirchenmitglieder verteilen, wenn es ihn dann geben würde. Ziel von Theo ist es, dass wir unser Angebot als Kirche mehr an ihre Bedürfnisse ausrichten können. Das heißt, wir wissen dann genau, da sind noch irgendwie Fragen, da können wir irgendwie mit Antworten beiseite stehen. Wie wir das machen, Theo hat Mikrofone eingebaut, die werden den ganzen Tag aktiv, sie würden das in ihre Wohnung stellen und wir könnten dann den ganzen Tag mithören, wie christlich denn ihr Haushalt ist. Das heißt, ob sie die Tageslosung auch schön lesen, ob sie auch beten, wo es angebracht ist, ob sie auch aus dem evangelischen Gesangbuch schön vorsingen vor jeder Mahlzeit. Und diese Gespräche, die wir aufnehmen, die werden alle von Mitarbeitenden in der Landeskirche, werden die abgeschrieben, protokolliert, werden dann hier ans Dekanat weitergeleitet. Und dann sind wir in der Lage, ihnen ein personenbezogenes, individuelles, christliches Angebot zu unterbreiten. Ist das nicht eine tolle Idee, frage ich mal? Super, ja. Eine super Idee. Was meinen Sie dazu? Super Idee, ja. Super Idee ist das. Super Idee. Würden Sie sich so ein Theo ins Haus stellen? Überhaupt nicht. Was? Wieso denn? Das ist ja völlige Überwachung. Ja, aber wieso Überwachung? Ja, meine Privatsphäre. Ja, aber wir sind doch die evangelische Kirche. Sie können uns doch vertrauen. Das schon, aber trotzdem möchte ich das nicht. Haben Sie etwa was zu verbergen? Ich glaube nicht. Das ist ja auch immer so ein schöner Standardsatz, sobald es um Überwachung geht, ob er was zu verbergen hat. Aber ich gehe mal hier gerade durchs Beamerbild. Ich frage hier mal weiter. Was halten Sie denn von meiner Theo-Idee? Überhaupt nicht. Es wird schon viel zu viel überwacht. Ein Missbrauch ist nie auszuschließen. Missbrauch ist nicht ausgeschlossen. Also ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen enttäuscht. Ich habe so eine tolle Idee. Vielleicht kannst du den Peter mal dazu holen, weil wir haben ja jetzt jemanden von der Stiftung Warentest hierher und da hatte ich mir schon erhofft, hier ein sehr gutes Gütesiegel auch für meine Idee zu bekommen. Peter, was sagst du denn dazu? Nee, das gibt einen Daumen runter dafür. Das ist ja schon super gesagt worden. Wir werden ja schon genug überwacht. Unsere Daten werden ja schon genug missbraucht, um damit Geld zu scheffeln. Und da muss es nicht noch mehr geben. Ich denke, du findest einen anderen Weg, um euer kirchliches Leben zu verbessern. Na gut, Peter, heißt das denn, bin ich mit meiner Idee, ist das denn jetzt irgendwie so ein Gehirngespinst oder bin ich da gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit? Du bist ganz nah dran an der Wirklichkeit, Tobias. Wir haben ja als erstes von Amazon, von diesem Online-Händler, die Alexa-Box gehabt. Wir haben das inzwischen auch von Apple, von Google, dass dort Sprachassistenten nicht nur auf dem Smartphone sind, sondern eben als Lautsprecherbox im Zimmer stehen und auf Zuruf, also sie warten immer darauf, dass es einen Zuruf gibt. Alexa, kauf mir mal oder mach mal Musik oder mach mal das Licht an. Und in dem Moment, wo sie dieses Kennwort, dieses Startwort hören, diese Boxen, geht es dann eben auch los. Das, was danach gesprochen wird, senden sie ins Internet. Dort ein Server beispielsweise eben von Amazon oder von Apple, von Google, der übersetzt das dann in etwas, was die Box auch als Befehl zurückkriegt, was sie dann zu tun hat, denn sie selber ist dumm. Sie ist einfach nur die verlängerte, im Fall von Amazon, die verlängerte Ladentheke, die bis in unser Wohnzimmer reicht. Eieiei. Zum Format, der Peter und ich, wir wollen das jetzt nicht so als Gespräch zwischen uns aufbauen, wir würden Sie gerne mit einbeziehen. Wir haben ja noch so ein zweites Mikrofon. Wir haben dort hinten noch eine Kamera und auch hier vorne. Sie können auch einfach dort hinten bleiben. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen haben, melden Sie sich einfach kurz, dann bekommen Sie ein Mikrofon. Das Mikrofon brauchen wir, dass der Peter in Berlin uns auch versteht. Genau, die Astrid, die wird dann rumgehen und das reicht. Dann können Sie sich gerne in das Gespräch mit einklinken, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema.
Ja, wie ist denn das mit den Informationen? Wie hoch ist denn da, ich sag mal, aufgrund von den Sprachbefehlen die Möglichkeit, eine Fehlerquelle oder das aus Versehen auszulösen? Das eine ist, dass eben tatsächlich diese Geräte keine perfekten Lauscher sind und im Falle von Alexa, also mein einer Sohn heißt Alex, wenn ich Alex rufe, springt Alexa an, das haben wir ausprobiert. Ich hatte Alexa mal zum Testen mit nach Hause genommen und dann sehr gerne wieder abgegeben. Also die missverstehen uns schon und das ist eben auch die eine Quelle von ganz ungewolltem Datenabfluss. Man darf ja nicht vergessen, das, was diese Sprachassistenten ins Internet senden, wird aufgezeichnet, kann später abgerufen werden, steht immer noch zur Verfügung. Und das ist ja vielleicht dann auch ganz unangenehm, gerade wenn eben kein Befehl erteilt wurde, sondern nur aus Versehen diese Box aktiviert wurde. Gut, aber ich meine, wir sind ja jetzt hier im Projekt Smartphone entdecken. Das heißt, da sind wir ja mit den Smartphones auf der richtigen oder sicheren Seite bestimmt, oder? Ja, natürlich. Also volle ironische Antwort. In den Smartphones waren diese Sprachassistenten jetzt erste drin. Und das ist dann auch gleich so ein ganz praktischer Tipp, den ich immer gebe. Wenn ein Telefon neu ist und eingerichtet wird, dann fragt das auch immer danach, wie mit diesen Sprachassistenten zu verfahren ist. Und ich rate immer dazu, diesen Sprachassistenten abzuschalten, sodass er nicht auf Zuruf reagiert. Denn das würde heißen, dass er ständig über das Mikrofon in die Umgebung lauscht und vielleicht auch aus Versehen losgeht. Sondern dass man ihn eben etwas mühseliger, in Anführungsstrichen, per Tastendruck erst aktivieren muss. Und damit ist schon mal eine ungewollte Spionagefunktion des Smartphones dann doch ein bisschen unmöglicher geworden, etwas eingeschränkt. Also das heißt, das ist gar nicht so kritisch zu sehen mit dem Sprachassistenten auf dem Smartphone, wenn man weiß, wie man sie richtig einstellt. Ich finde die ja sogar in manchen Fällen richtig praktisch. Ich habe mein Telefon im Auto in die Halterung reingesteckt. Ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, lesen kann ich die ja noch. Ich nutze WhatsApp auch mal für meine Kinder leider. Also ich gebe das zu, Asche auf mein Haupt. Also ich kriege eine Nachricht und dann kann ich eben sagen, per Knopfdruck den Sprachassistenten aktivieren und sagen, meine Antwort diktieren und muss das Telefon nicht in die Hand nehmen. Ich kann die Hände am Lenkrad lassen. So ist die Sicherheit im Straßenverkehr auch gewährleistet und die Antwort ist schnell raus. Das, was ja heutzutage so üblich ist, sofort antworten. Gibt es denn da, ich sage jetzt mal, einen wichtigen Unterschied zwischen den einzelnen Betriebssystemen, also zwischen den Samsung, HTC, Huawei Smartphones, die ein Android-Gerät benutzen, vielleicht auch den Apple iPhones? Sprichst du in die Kamera, dass der Peter, in die Kamera, ins Mikrofon? Das ist die Hitze hier. Das ja, ich muss mal wieder dazwischen grätschen. Jetzt wird es wieder elektronisch von der Sprache her. Android, das müssen wir vielleicht ganz kurz sagen, was das ist. Das ist ein Betriebssystem auf einem Smartphone, was Sie besitzen, aber du kannst das besser erklären. Genau, richtig. Aber vielleicht können wir das dem Peter einfach auch gleich mal erklären lassen. Also im Grunde, ich mache einfach mal so eine kleine Abfrage hier. Wer von Ihnen hat denn ein Apple iPhone, also ein Smartphone, wo ein angebissener Apfel drauf ist? Genau. So, auf diesem angebissenen Apfel-Smartphone läuft als Betriebssystem iOS, also iPhone Operating System, das iPhone-Betriebssystem. Dann gibt es Smartphones, die werden von Herstellern hergestellt, wie Samsung, LG, Huawei, Sony und wie sie auch alle heißen. Und die benutzen von Google ein kostenloses Betriebssystem, das nennt sich Android. Und da ist die Frage an dich, Peter. Wieso sieht denn eigentlich, wenn jetzt diese ganzen Herstellerfirmen das gleiche Android nutzen, wieso sieht denn jedes Smartphone anders aus in der Bedienung und wieso hat alles oder jedes eine andere Funktion? In der Android-Welt herrscht ziemliche Freiheit. Die Oberfläche, mit der ich konfrontiert werde, wie sehen die Symbole aus, wie sind sie angeordnet, wie heißen sie, sehr frei umzugehen. Und das nutzen die Anbieter eben, um aus dem an sich gleichen Betriebssystem, das ist sozusagen das Windows der Smartphones, dann doch etwas zu machen, was ganz individuell nach Samsung, nach Huawei, nach LG und Sony aussieht. Und insofern kann man nicht viele, also wenn zwei Leute sich unterhalten über ihr Android-Telefon, da gibt es manchmal Verwirrung, weil die gleichen Sachen unterschiedlich heißen oder in unterschiedlichen Menüs versteckt sind. Da muss man einfach
bisschen mehr lernen. Bei den iPhones ist es immer gleich. Ja, genau. Zurück zu der Grundfrage. Wir waren ja bei den Sprachassistenten. Das heißt, wir waren uns ja schon einig, das Ganze ist ja gar nicht so schlimm, wenn man weiß, wie man das richtig einstellt. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, wie man das richtig einstellt. Das wird noch Thema in dem Projekt sein, auch wie Sie das machen und wie Sie an diese Informationen kommen. Also wir lassen Sie hier nicht mit Fragezeichen zurück. Gibt es da denn wichtige Unterschiede oder wesentliche Unterschiede zwischen den Betriebssystemen, dass man jetzt sagen kann, Apple-Geräte, die haben einen besseren Sprachassistenten und die anderen sind gefährlicher, oder ist das irgendwie alles das Gleiche? Nun, die Sprachassistenten selber, das ist der ganze Komplex, der uns auch in den Medien immer so angetragen wird, als künstliche Intelligenz. Ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, weil es gibt ja auch kaum menschliche Intelligenz, sagen einige Leute. Und da schließe ich mich an. Also künstliche Intelligenz, nun gut, die lernen ja. Und je mehr Nutzer diese Sprachassistenten anwenden, desto weiter kommt der Sprachassistent, desto näher dran ist er daran, uns wirklich bei allem zu verstehen, egal ob wir erkältet sind, ob wir einen Dialekt sprechen, ob vielleicht gerade nach dem Joggen die Puste ein bisschen aus ist, uns eben doch zu verstehen. Und da hat das Android-Betriebssystem Google halt den Vorteil, dass 85% ungefähr aller Nutzer ein Telefon mit Android-Betriebssystem, mit Google-Betriebssystem haben. Und da ist natürlich die Trainingsbasis, auf der diese künstliche Intelligenz reifen kann, höher. Um das auszugleichen, haben im Übrigen alle Anbieter von Sprachassistenten auch immer da, wenn der Sprachassistent dann mal sagt, ich habe Sie jetzt nicht verstanden, dann wurde das immer an Menschen weitergeleitet, die versucht haben, dieses Programm noch zu trainieren. Das kam vor ein paar Wochen hoch. Die drei großen Anbieter, also Apple, Google, Amazon, haben sich erstmal verpflichtet, das vorläufig sein zu lassen, nicht mehr Menschen mithören und das Programm trainieren zu lassen, den Sprachassistenten zu trainieren. Microsoft hat gesagt, ach, wir schreiben das bloß besser in unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen rein und machen einfach weiter. Und ja, so entwickelt sich das jetzt. Bei Apple wird es wohl in Zukunft so sein, dass die Nutzer selber entscheiden können, ob Menschen an der Qualifikation des Sprachassistenten mitarbeiten dürfen oder ob die Nutzer sagen, nein, das soll bitte nur maschinell gehen, ich will meine Geheimnisse nicht Menschenohren anvertrauen. Und ich vermute mal, dass das bei Google und Amazon in ähnlicher Form auch folgen wird. Also da ist etwas im Fluss und man darf eben nicht vergessen, die Daten, die ich dem Sprachassistenten so zuflüstere, die bleiben eben nicht in der Box oder in dem Smartphone, sondern sie werden ins Internet gesendet. Okay, danke Peter. Ich finde es, glaube ich, auch nochmal wichtig hier für alle, das war das Mikrofon, gut, aber dir geht es doch gut. Schön. Also, ich finde es aber auch nochmal wichtig zu wissen, wir reden ja immer darüber, da werden Daten gesammelt und da wird mit Daten bezahlt. Und das finde ich immer einen sehr, sehr abstrakten Vorgang, weil man kann das ja nicht greifen. Also ein Daten, das ist ja nichts Haptisches, was man irgendwie weitergeben kann oder wovon ich jetzt beim Bäcker meine Brötchen kaufen kann. Ich finde aber diesen Punkt jetzt einmal kurz wichtig zu verstehen, wie überhaupt mit Daten bezahlt wird oder wo der Wert da drin liegt, damit wir auch die Notwendigkeit erkennen, das auf unseren Smartphones entsprechend einzustellen. Peter, wie werden dann oder wie bezahlt man denn mit Daten oder worin liegt denn der Wert der Daten? Also ich möchte vorwegschicken, dass alle Unternehmen, die uns Smartphones verkaufen oder uns diese Sprachboxen nach Hause stellen wollen für eigentlich ja wenig Geld gemessen an der Technik, die drin steckt, dass die alle nichts verschenken. Und dann ist ja natürlich die nächste Frage, du hast sie aufgeworfen, wie finanzieren die sich? Und der Punkt ist, dass das überwiegend dadurch klappt, dass die Daten, die über uns gesammelt werden, von den einzelnen Apps auf dem Telefon, von den Sprachassistenten, davon, wie ich durchs Internet surfe, die werden, soweit es irgendwie geht, zusammengeführt, damit wirklich klar ist, dass es Peter Knag. Da ergibt sich ein Profil von mir, die wissen etwa, wie alt ich bin, etwa, ob ich lieber Auto oder Fahrrad fahre, ob ich Frauen mag oder Männer und ob ich lieber Popcorn esse oder Erdnüsse. Und aus diesem Wissen knüpfen die eben ein Profil, das es ihnen erlaubt, zielgerichtet Werbung auszuspielen. Und dieser Werbemarkt ist ungeheuer groß. Ein Beispiel: Google als eben derjenige oder diejenige Firma, die das Android-Betriebssystem verschenkt, finanziert sich, das ist deren Geschäftsmodell, durch das Vermarkten der Daten, die gewonnen werden. Und die machen über die Jahre hinweg pro Quartal 9 Milliarden Dollar Reingewinn.
nur durch das Vermarkten der Daten. Das ist eine ungeheure Summe und wir sind die Arbeiter, die für Google schuften und denen die Kohle bringen. Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, dieses zielgerichtete Werben, ist hier vielleicht jemand aus dem Handwerk hier? Oder jemand, dem ein Geschäft gehört, der selbstständig ist, in einem Unternehmen arbeitet? Naja, gut. Da, wunderbar. Ich komme mal kurz zu Ihnen. Hallo. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Ich leite das Rechnungswesen und Controlling eines Rohstoffhandelshauses. Noch. Am 1. September bin ich Rentner. Was sind Sie da? Rentner. Gut. Und was für Produkte oder geht es bei Ihnen? Kautschuk. Wie bewerben Sie Ihre Produkte? Wir bewerben sie kaum. Wir gehen an die Kunden ran, von denen wir wissen, dass sie diesen Rohstoff benötigen in ihren Produkten. Und dann geht es darum, die günstigsten Preise zu liefern und die besten Lieferzeiten und Wege zu finden für den Kunden. Okay, danke. Also das heißt, da ist erstmal ganz viel Erfahrung, Kundenkontakt, jahrelange Akquisearbeit mit drin. Und jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, einer dieser Datensammler würde sich bei Ihnen melden und Sie könnten mit einer Einmalzahlung einen Datensatz von, ich sag mal, 1000 Kunden bekommen, die wirklich Ihr Produkt wollen. Also die nicht irgendein Kautschuk wollen, sondern genau Ihr Produkt zu Ihrem Preis. Genau, aber genau so funktionierten mich diese Datensammlereien, genau so werden auch diese Daten gesammelt. Das heißt, dass einfach die Möglichkeit zur zielgerichteten Zustellung von Werbung eben auch genutzt wird. Ja, Peter, hast du denn dort, ich sag mal, was die Wirksamkeit angeht von dieser Datensammlerei, vielleicht auch mal ein prägnantes Beispiel, dass wir uns das mal vorstellen können? Also ein ganz krasses Beispiel ist eine amerikanische Versicherungsfirma gewesen, die etwas gemacht hat, was inzwischen auch zum Beispiel die in Europa tätige AXA-Versicherung nutzt. Was haben die gemacht? Die wollten Ausbildungsversicherungen für Kinder absetzen, haben sie gesagt, das ist ein guter Markt. Normale Marketingmaßnahmen bringen im Schnitt 1 oder 1,5% Abschlussquote, also viel Aufwand, wenig Gewinn. Und da haben die sich gedacht, wir gehen einfach mal in die Datensammlerei rein. Die haben eine Zeit lang sämtliche Twitter-Nachrichten gescannt mit Automaten, also haben nicht Menschen gemacht, und zwar auf Hinweise darauf, dass jemand gejubelt hat, hey, unser Sohn, unsere Tochter wurde geboren. Und von dieser Trefferliste von jungen Eltern haben sie eine Querverbindung gemacht rein zu Facebook. Die meisten von den jungen Eltern waren eben auch bei Facebook. Und die AXA-Versicherung ist diese gesamte Timeline, also alles, was je an Kommunikation gelaufen ist über von diesen Nutzern, sind die durchgegangen, auch wieder maschinell, also das haben keine Menschen gemacht, und haben rausgekriegt, ob diejenigen eher in den Tag hineinleben, sorglos sind oder ob sie doch so Sicherheit mögen. Und die letzte Gruppe wurde dann gezielt mit dem Angebot konfrontiert, also herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Sohnes, ihrer Tochter, und im Übrigen wollen sie nicht eine Ausbildungsversicherung abschließen, das ist ganz toll. Und die hatten eine Abschlussquote von 80%. Da träumt das Marketing von. Das ist ungeheuer. Und das erklärt, warum für diese Daten eben auch Geld ausgegeben wird und für diese Datensammelei auch Geld ausgegeben wird. Es rentiert sich, es ist die blanke, das ist das goldene Kalb. Vielleicht darf ich noch mal dazwischen. Natürlich. Da fielen eben zwei Begriffe, nämlich Twitter. Das hören wir ja in den Nachrichten momentan sehr oft, nämlich Donald Trump, der twittert ohne Ende. Vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären, was das ist. Ja, Twitter. Ja. Willst du erklären, Peter? Ja, du, ich nutze es ja nicht. Also so aus der Plandiagnose sage ich, es ist ein Kurznachrichtendienst, wo man viele Leute mit einer Nachricht erreichen kann. Man hat dort Follower, also jemanden, der einem folgt. Manchmal sind es Hunderttausende. Und jede Nachricht, die im Frühjahr bis 160 Zeichen lang jetzt ein bisschen länger sein durfte, erreicht dann eben mit einem Schlag diese ungeheure Masse an Leuten. Und das wird eben auch gerne genutzt, um so private Kommunikation ganz schnell zu machen. Und Facebook, naja, das wissen wir, ist so ein soziales Netzwerk, wo man auch ganz viel mit Bildern und Freunden rummacht und alles erzählt. Die Büsteparty vom Vorabend, wo man sich später mal schämt, dass da Bilder gemacht wurden, aber die sind dann alle in Facebook drin. Und wehe denen, die sind im öffentlichen Kanal und nicht im privaten. Naja.
Das war bei uns früher der Bäckerladen. Oder der Dorfplatz. Also genau. Da sind keine Bilder veröffentlicht worden, aber das sind alle Nachrichten. Und das war die Plattform, um was zu erfahren. Sterben aus, deswegen brauchen wir heute Facebook. Der große Unterschied ist ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir natürlich unter der Dorfeiche oder beim Bäcker genau wussten, mit wem wir reden. Und je kleiner ein Dorf ist, desto mehr weiß sowieso jeder vom anderen. Heute ist es aber so, dass zum Beispiel die Personalentscheider, insbesondere im angelsächsischen Raum, also in Großbritannien, in den USA, von Bewerbern verlangen, ihren Facebook-Account zu öffnen, sodass der Personalentscheider, der zukünftige Vorgesetzte, in das Facebook-Profil des Bewerbers reingucken kann. Und dann gehen die zurück und schauen sich das an. Und das passiert eben mit dem, was wir früher auf dem Dorfplatz oder beim Bäcker erzählt haben, nicht. Das war erzählt und dann war es weg. Im Internet ist es immer da. Ja, das klingt jetzt ja alles nach, lassen wir das Smartphone am besten zu Hause und am besten nutzen wir das gar nicht. Kann das überhaupt eine Lösung sein? Ist das für dich eine Lösung? Nein. Ich vergleiche das immer mit meinem Werkzeugkasten. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Heimwerker und ich habe darin teilweise sehr gefährliche Werkzeuge. Ich fange bei sowas wie dem Hammer an. Mit dem kann ich halt Nägel in die Wand schlagen oder mir ihn auf den Fuß fallen lassen und dann habe ich einen blauen Zeh oder auf den Daumen schlagen, genau. Woher weißt du das? Genauso ist das mit den Smartphones. Ich bin begeisterter Smartphone-Nutzer, weil sie mir Möglichkeiten geben, auch mit meiner übers Land verteilten Verwandtschaft mit Kindern und Enkeln in Kontakt zu bleiben, auf eine ganz, ganz nahe Art. Aber es geht eben darum, es richtig anzuwenden und das heißt eben immer, nur mit denen zu kommunizieren und nicht frei rauszublasen, also mit den Wichtigen, mit den Lieben zu kommunizieren und das öffentliche Profil, falls man Facebook hat, eben nur ganz knapp zu bestücken. Ich möchte Ihnen mal was zeigen, wovon ich ja total begeistert bin. Hier raschelt es jetzt gerade, oder? Nee? Okay. Ja, jedenfalls, ich schalte mich mal kurz mit meinem Smartphone in die Videokonferenz und das Gespräch. Das kann ich nämlich, das ist nämlich ganz einfach. Und das zeige ich Ihnen später auch nochmal, denn auf dem Weg werden auch unsere Online-Fortbildungen laufen. So, hier sehen Sie mich schon. Spricht jemand von Ihnen Italienisch? Italienisch? Also ich auch nicht. Aber trotzdem, Italien, sehr schönes Land. Ich war da mit meiner Familie im Urlaub und im Sommer. Und wir haben da natürlich auch so ein paar Speisekarten gesehen in Restaurants und Schilder. Und jetzt könnte man sich natürlich darüber aufregen, dass in Italien nichts auf Deutsch steht. Ich meine, der gute deutsche Volksbürger macht das natürlich. Aber ich war sehr bemüht, mich mit meinem Smartphone und dem Google-Übersetzer durchzuschlagen. Unser Vermieter, der hat kein Wort Englisch, Französisch oder Deutsch gesprochen, ich auch nicht, kein Italienisch, wir haben uns über den Google-Übersetzer unterhalten. Und eine tolle Sache fand ich habe Ihnen gerade dieses Schild gezeigt, so eine Kamerafunktion beim Google-Übersetzer. Ich habe vorhin Italienisch auf Deutsch eingestellt, das sehen Sie da oben, und ich halte diese Kamera jetzt einfach auf diesen Text und er wird sofort übersetzt. Und das funktioniert mit jeder Sprache. Vielleicht nicht so, wie ein Fremdsprachenlehrer das jetzt machen würde, aber zum Verständigen und zum Wissen, was dort steht, reicht das. Und das ist so eine fantastische Technologie. Ich weiß, das gehört Google. Ich weiß, Google ist in vielerlei Hinsicht böse, wie viele Sachen. Aber auf der anderen Seite sind da so tolle Funktionen, und die den Alltag einfach erleichtern und die mir das Leben auch erleichtern, die Kommunikation erleichtern, da möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Wir hatten uns vorhin unterhalten, die Astrid und ich, meine Eltern, die wohnen zum Beispiel 600 Kilometer von uns entfernt. So, das heißt, wir sehen uns ein-, zweimal im Jahr. Ich habe zwei kleine Kinder. Und das wäre irgendwie, ist doch irgendwie schade, wenn Enkel und Großeltern sich nur ein-, zweimal im Jahr sehen. Und so, wir haben die Technologie, wöchentlich alle zwei Wochen per Videotelefonie sich zu unterhalten. Also kurz zwischendurch, über Smartphone, über Tablet, überhaupt kein Problem. Haben meiner Mutter ein iPad geschenkt.
ja, jetzt weißt du, wo sie drauf drücken soll, dann klingelt's, dann kann man schön Videotelefonie. Also es sind so geniale Vorteile. Astrid, fällt dir da vielleicht auch noch was ein? Ja, ich muss gerade dran denken, meine Tochter hat zum Beispiel vor einigen Jahren eine Radreise gemacht von hier nach China und das war sehr abenteuerlich und wir durch die moderne Technik hatten wir aber alle 3 Tage immer irgendwie ein Lebenszeichen, konnten sie sehen, konnten auch sehen, dass es ihr gut geht und das war sehr befreiend. Ich habe in der Seniorenarbeit einen älteren Herrn gehabt, mit dem, der ist leider inzwischen verstorben, aber der sagt, nach dem Krieg hat der auch sowas schon gemacht. Der ist einfach mit einem Schiff nach Marokko und ist dann praktisch, hat sich den afrikanischen Kontinent angeschaut und er hat gesagt, meine Mutter hat ein halbes Jahr kein Lebenszeichen von mir gehabt. Die wusste nicht, ob ich lebe oder tot bin. Und da habe ich gedacht, ja, und er sagt, ich habe da heute immer noch ein schlechtes Gewissen, was ich meiner Mutter angetan habe. Aber hätte der jetzt heute gelebt, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Und das ist schon ein enormer Fortschritt und auch ein Gewinn. Richtig. Und ich meine, ich sehe das auch. Ich bin jetzt im Rahmen von diesem Projekt, bin ich sehr viel in Hessen unterwegs. Ich habe vorhin die Projektstandorte aufgezählt. Da macht man Termine, ist teilweise 2 Stunden im Auto. Und Sie wissen auch, wie die Verkehrssituation ist. Und da liebe ich es einfach, wenn mein Navi im Auto, das ist ans Smartphone gekoppelt, wie dann sagt, ja, hier ist irgendwie eine Viertelstunde Stau, hier rum geht es schneller, da ist eine Panne, da bitte aufpassen. Da steht eine mobile Gefahrenstelle. Bitte. Nein, sie wart nicht vor Blitzern, sondern vor mobilen Gefahrenstellen. So. Aber trotzdem weiß ich ja auch, das Ganze kommt nur zustande, weil die Daten von vielen Menschen ja erfasst werden und anders geht das nicht. Das heißt, das ist so eine Abwägungssache. Das heißt, Peter, wenn wir jetzt so den Schritt in die digitale Nutzung gehen, was sind denn von dir, ich sag mal so als Datenschutzbeauftragter, als jemand, als Heimwerker, der auch WhatsApp in der Familie nutzt, was sind denn so deine, ich sag mal, 3 Tipps für die Menschen hier, die jetzt sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen? Da das Smartphone nun wirklich das Gerät ist, was am meisten über uns weiß, mehr als alles andere und manchmal sogar mehr als der Partner, würde ich dringend raten, es mit einem PIN-Code, mit einem Fingerabdruck, von mir aus auch mit der Gesichtserkennung vor dem Zugriff Fremder zu schützen. Das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, wir haben bei den Apps 2 Ebenen, auf denen Daten abfließen können. Die eine sehe ich, das sind die Berechtigungen. Wir hatten mal eine Taschenlampen-App, die wollte auch unbedingt senden, wo sie denn benutzt wird. Also müsste man dann die Geodatenfunktion abschalten. Und dann gibt es eine 2. Ebene, da sehe ich überhaupt nicht, was sie tun. Und das prüfen wir immer, dann hängen wir das Etikett dran, Datensendeverhalten sehr kritisch, bei welchen die eben unsere Passwörter rausblasen ins Internet und solche Geschichten machen. Also nur Apps zu nehmen, bei denen möglichst wenig Daten abfließen. Einerseits die Zugriffsrechte mal gucken, brauchen die das alles? Und zweitens auch vor der Installation vielleicht bei uns mal auf unserer Website zu gucken, welche Apps sind denn verschwiegen und können ruhig benutzt werden. Also das sind so 2 wichtige Sachen. Und das Dritte ist, diese Mini-Programme, die wir uns runterholen, die eben App heißen, Applikation, die eben auch nur aus dem Play Store oder aus dem App Store von Apple zu holen und nicht aus anderen Quellen. Die gibt es überall im Internet, werden einem die angedient wie Sauerbier und dann wird ein toller Funktionsumfang versprochen. Aber viele dieser Apps sind Schadsoftware, erobern unser Telefon teilweise von Erpressern, da muss man Geld zahlen, um an seine eigenen Daten wieder ranzukommen. Also nur aus dem Play Store und aus dem App Store installieren. Und das sind, glaube ich, so die 3 wichtigsten Sachen. Und dann keine Angst vor neuer Technik, sondern sich freuen, was sie für gute Möglichkeiten bietet. Jetzt muss ich wieder dazwischen grätschen. Da ist jetzt App Store und sowas gefallen. Ich würde dich bitten, Tobias, kannst du gerade noch mal das von deinem Handy zeigen, wie die Apps aussehen? Ja. Dass wir das vielleicht noch mal auf dem Bildschirm. Ist das in Ordnung, Herr Knack, dass wir das? Dass wir das gerade noch mal einspielen. Natürlich. Und alle, die ein Smartphone haben, können mitmachen. Ich muss mich hier gerade noch mal einwählen.
Ja, aber es ist ja eben so, dass die Telefone, so wie sie verkauft werden, von Haus aus schon mit bestimmten Anwendungen, ein Internetbrowser, ein Kalender, eine Uhrenfunktion, das ist ja alles schon drauf. Aber es gibt eben sehr viel weitere Anwendungen, wie eben zum Beispiel diesen Google-Übersetzer, der uns Tobias gezeigt hat. Und die muss ich ja irgendwo herbekommen. Und dafür gibt es eben für jedes der beiden Betriebssysteme jeweils einen Store, einen Laden. Der eine heißt App Store und der andere heißt Play Store. Und Tobias zeigt uns jetzt seinen. Zeige ich dir meinen, zeigst du mir deinen, Peter. So. Lalalala. So, genau. Also wir haben nochmal die Übertragung gestartet. Also all das, was hier draufsteht, diese Programme da drauf, das sind die sogenannten Apps. Apps ist das englische Wort für Applikation, also das englische Wort für, das ist die Berg, es ist warm. Ne? Also Apps ist die Abkürzung von Applikation, das englische Wort für Anwendung. Sie kennen das vielleicht auch von einem Computer. Dort haben Sie Word, dort haben Sie Excel, dort haben Sie vielleicht auch ein Spiel drauf. Das sind die Programme, die auf dem Computer laufen. Und Apps sind im Prinzip diese kleinen Mini-Programme, die auf dem Smartphone laufen. So, und die sind hier, wie gesagt, eben alle abgebildet. Und es gibt für jedes Betriebssystem gibt es einen App-Store. Das ist das Geschäft oder der Punkt, wo man sich diese Apps besorgen oder kaufen kann. Bei Apple-Geräten, die mit dem angebissenen Apfel, heißt der App Store. Bei Google-Geräten Play Store. So, die sehen anders aus. Wir zeigen Ihnen nachher auch nochmal in unserem Material, was wir aufbereitet haben, gibt es nochmal ein schönes Video über das Thema Apps installieren. Und da wird das alles nochmal ganz genau auch erklärt. So, und dann kann man sich hier einfach die Apps im Prinzip angucken, herunterladen und man kann auch ja gut Geld dafür bezahlen. Das Spiel des Tages heute für 8,99 € im Angebot. Das erstmal soweit zu. Genau, ich muss hier mal gerade wieder rausgehen. Genau, das erstmal soweit zu den Begrifflichkeiten. Wie gesagt, wenn wir nach das Programm vorstellen, wir haben ganz viel Material vorbereitet, da wird das auch im Detail alles nochmal erklärt. Ja, Peter, ich frage hier mal. Gibt es hier vielleicht gerade noch mal Rückmeldung oder Rückfragen jetzt an den Peter Knaki? Astrid, würdest du mal das Mikrofon dem Herrn geben? Können Sie mal den Unterschied zwischen Smartphone und iPhone erklären? Ja, das iPhone ist ein Smartphone. Also iPhones, das sind die Smartphones von der Firma Apple. Früher hatten wir die Mobiltelefone, die sogenannten Handys. Und die Handys, die wurden mit, das waren diese Knochen mit den Zahlen drauf, mal wie ein Telefon im Prinzip. Und Sie haben eins dabei, knister, knister. Ah, ne, auch Smartphone. So, und die Handys, die haben mit der Zeit immer mehr Funktionen bekommen. Die Kamera, Taschenrechner, man konnte dann irgendwann die Apps installieren, diese Programme. Das heißt, die Geräte wurden smarter und so wurde aus dem Telefon ein Smartphone. Und Apple kam irgendwann daher und hat gesagt, wir nennen unsere Smartphones iPhones. Ja? Ist einfach nur eine Markenbezeichnung, genau. Genau. Jetzt noch eine Frage an den Peter. Noch eine Frage. Können Sie mir mal den Begriff digitale Demenz erläutern? Wie viel Zeit haben Sie heute? Digitale Demenz, ja. Sagt Ihnen das, dieser Begriff was? Das ist ein Begriff, ein Buch, der wurde geprägt von Manfred Spitzer, ist Chef der Neurologie in, ich glaube, Nürnberg, weiß ich nicht. Und der Herr Spitzer spricht sich ganz stark gegen einen Medienkonsum vor dem 14. Lebensjahr aus. Und er fängt an zu argumentieren und ich kann Ihnen auch, deswegen frage ich, wie viel Zeit Sie haben, ich kann Ihnen auch fundierte Quellen geben, wie das wissenschaftlich widerlegt wird, dass er sich einfach aus Studien Ergebnisse zusammensucht und somit argumentiert. Und gehen Sie zu Hause, geben Sie einfach mal Manfred Spitzer bei YouTube ein, gucken Sie sich diesen Menschen in einer Talkshow an und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Gut. Und ansonsten gerne in der Pause oder am Schluss. Gut, Peter, bevor wir jetzt die Pause machen, die Astrid, die winkt schon.
Ihr ist warm, aber ich glaube, wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die nämlich in den letzten Abenden auch immer kam. Peter, ich möchte mir ein Smartphone kaufen. Was empfiehlst du mir? Also erstens mal muss man wissen, dass die Preisspanne irgendwo bei rund 100 Euro anfängt und bei 1600 Euro aufhört und dass es überhaupt nicht nötig ist, an die Grenzen zu gehen, sondern gute Smartphones, und zwar sowohl von Apple als auch von mit Android-Betriebssystem, schon für 300 Euro Pi mal Daumen oder knapp 400 Euro zu haben sind. Wenn ich tatsächlich mehr Geld ausgebe, was bekomme ich? Ich bekomme ein größeres Display als bei diesen vernünftigen Geräten. Da wird es dann unvernünftig groß. Ich bekomme vielleicht auch bessere Kameras da drin. Die Geräte werden ja auch oft benutzt, um damit zu fotografieren. Aber wer das alles nicht braucht, der muss jetzt wirklich nicht das High-End-Gerät kaufen. So ist diese eine Schiene, wie viel Geld muss ich ausgeben? Und die zweite Schiene ist, kaufe ich mir nun ein iPhone, also den angebissenen Apfel, oder ein Telefon mit Android-Betriebssystem, Google, der Roboter ist da das Symbol, der Androide, dann gebe ich nur nochmal so meine Position rein. Das Geschäftsmodell von Apple ist es eben, vergleichsweise teure Geräte zu verkaufen, aber die Daten der Nutzer nicht zu missbrauchen. Und das Geschäftsmodell von Google ist genau andersrum, die verschenken ihr Betriebssystem und bereichern sich an den Daten, die so generiert werden. Und ich hatte ja die Zahlen vorhin genannt, 9 Milliarden Dollar Pi mal Daumen pro Quartal als Reingewinn. Das ist eben das, was wir unter anderem auch durch das Benutzen von Google-Diensten und auch dem Google-Betriebssystem auf Android-Handys rausreichen. Das muss man einfach wissen, wenn man sich für das eine oder andere Betriebssystem entscheidet. Okay, danke schön. Also ansonsten hilft es mal, also vielleicht steht da irgendjemand vor der Entscheidung. Ich schneide es jetzt einfach an, weil bei den letzten Abenden kam das jedes Mal die Frage. Es hilft immer mal in einen Mediamarkt oder in seinen Saturn zu gehen, wo die ganzen Geräte aufgelistet sind, die Dinger mal in die Hand zu nehmen, das Gewicht zu spüren, Displaygröße, Schrift, ob das alles gut ist, dann nach ihrem eigenen Budget zu gucken. Und ich glaube, ihr habt bei euch auf test.de, das ist ja die Homepage von der Stiftung Warentest, auch unabhängige Tests. Ja, nur unabhängige Tests. Ja, ich meine, Tests gibt es ja im Internet jede Menge. Die Frage ist ja immer, wer bezahlt diese Tests? Ja? Von wem werden die im Auftrag gegeben? Und da, wer bezahlt denn eure Tests, ganz kurz? Die Nutzer, die unsere Hefte kaufen, die unsere Online-Inhalte kaufen, die bezahlen uns. Und wir sind deshalb deren Anwalt und nicht der Anwalt der Industrie. Alles klar, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Gibt es noch eine Rückfrage? Genau, jetzt haben wir nochmal Gelegenheit, dem Peter Knaack hier auch nochmal Fragen zu stellen. Hier war auch noch eine Wortmeldung, aber erst dort hinten bitte. Meine Frage, wenn ich mir ein Smartphone kaufe, habe zum Beispiel zu Hause einen PC mit einem Google-System, also Windows, und kaufe mir ein Smartphone, da wird mir immer wieder erzählt, ja, ich sollte möglichst keins von Apple nehmen, weil das eben nicht kompatibel wäre, wenn man zum Beispiel Fotos überträgt. Ist das mittlerweile überbrückt? War das früher so? Oder ist immer, wenn man jetzt sagt, ein Smartphone von Apple, dann sollte der PC, den man zu Hause nutzt, auch von Apple sein. Was gibt es da im Moment dazu zu sagen? Also tatsächlich geht vieles eleganter, wenn ich mir ein iPhone kaufe und dann auch weitere Apple-Geräte zu Hause habe, Tablet oder Computer. Aber Bedingung ist das schon lange nicht mehr. Alle wichtigen Programme, also die für die Musikverwaltung und auch die für die Bilderverwaltung, gibt es eben auch für Windows-Rechner. Und das funktioniert tatsächlich auch. Ist überhaupt kein Problem. Ich nutze einen Computer, beide Betriebssysteme. Also ich habe einen MacBook und einen Windows-Rechner zu Hause und habe keine Probleme damit, dass mal irgendein Schalter bei Windows anders sitzt als bei Mac. Das lernt man dann relativ schnell. Das ist keine Voraussetzung. Das kann man mischen. Also mittlerweile kann man sogar im Windows 10 die Mac-Adressbücher auch eingeben und den Mac-Kalender eingeben, dass das synchronisiert. Das heißt, die Hersteller haben auch erkannt, dass sie sich keinen Gefallen tun, wenn die sich gegeneinander aussperren, weil dann eben genau das passiert. Die Leute kaufen sich keinen Windows-Rechner mehr, sondern einen Mac. Also es funktioniert wirklich sehr gut alles zusammen. Man darf ja nicht vergessen, dass Mac und Windows die beiden Chefs, also Steve Jobs als Apple-Gründer und Bill Gates als Microsoft-Gründer, mal dicke Kumpels waren
und für die ersten tollen Apple-Programme Steve Jobs die Computermaus beigesteuert hat und die Idee, Excel zu machen, wofür man die Maus gut benutzen kann. Die haben auch schon ihre gemeinsamen Wurzeln. Genau. So, jetzt haben wir hier noch eine Frage. Moment, bitte ins Mikrofon, dass der Peter Knag sie auch hört. Wenn ich sie richtig verstanden habe, dann kann man durch der hohe Preis von Apple iPhones ist gerechtfertigt dadurch, dass sie die Daten nicht verkaufen. Ist das richtig? Ja, also das Geschäftsmodell von Apple ist es nicht, die Daten zu monetarisieren. Wie kann ich denn als Nutzer sagen, na wunderbar, woher weiß ich, dass die Daten nicht weitergegeben werden? Sie sehen das ja daran, wie die Gewinnaufstellungen sind. Wenn Sie mal in den in den Jahresbericht von Apple reingucken, können Sie ja sehen, woraus generieren die ihre Einnahmen, und legen das mal gegen Google. Bei Apple sind das ganz klar die Verkäufe von Hardware und von Dienstleistungen, aber eben keine Werbeeinnahmen. Okay, danke schön. Wobei, heißt natürlich jetzt nicht, dass wir empfehlen, schmeißen Sie alle Ihr Android weg, gehen Sie zu Apple. Ja, bloß nicht. Mit den Einstellungen, Zugriffsrechten und auch mit den Sprachassistenten können Sie natürlich auch sicher und autonom auch ein Android-Smartphone benutzen. Das ist natürlich auch Teil des Smartphone-Projektes. Zumal, wenn ich da nochmal reinhaken kann, Tobias, du hast es ja selber gezeigt und bei mir ist es genauso. Ich nutze ja auf meinem iPhone auch Google-Programme und nutze deren Vorteil. Also die Welten sind ja sowieso relativ dicht beieinander und ich kann mich nicht bewegen, ohne Datenspuren zu hinterlassen. Ich sollte eben nur aufpassen, dass es nichts Intimes ist, was ich preisgebe, und eben bestenfalls nur Informationen über mich selbst, aber nicht auch noch über Fremde. Und mit der Maxime kommt man dann ganz gut über die Runden. Okay, danke Peter. Noch eine Frage? Dem scheint nicht so zu sein. Dann, lieber Peter, wünsche ich erstmal herzlichen Dank, dass du heute Abend hier wieder im iPad und auf der Wand hängst und uns teilhaben lässt, deinen Ratschlägen. Ja, herzlichen Dank, Peter. Kleinen Vielen Applaus. Dank. Ich habe zu danken. Tolles Publikum und ich wünsche euch noch bei trotz der Hitze richtig viel Spaß und viel Erfolg. Ja, danke schön. Und wir verabschieden uns jetzt auch von allen Leuten, die auch online dabei sind. Sind ja jetzt nicht nur die per Video dabei sind, sondern einige gucken ja auch einfach nur so zu. Weil wir beenden jetzt auch den Stream und beenden auch die Aufzeichnung. Weil jetzt erstmal Pause, abkühlen bei kleinen Snacks.